Im Jahr 2001 lief der Film Der Schuh des Manitou im Kino. Die Komödie mit Bully Herbig wurde schnell zum Mega-Erfolg und läuft auch heute noch im Fernsehen. Eine besondere Rolle spielte damals Marie Bäumer. Wir zeigen Ihnen, wie sich die Schauspielerin in den vergangenen Jahren verändert hat. Als Marie Bäumer vor fast 20 Jahren im Film Der Schuh des Manitou zu sehen war, war sie 32 Jahre alt. Sie hatte bereits in mehreren Filmen mitgewirkt, darunter zum Beispiel im Tatort oder im Kinofilm Männerpension. Heute ist die Schauspielerin 51 Jahre alt und sieht so anders gar nicht aus, wie zum Beispiel ein Foto von ihr aus dem vergangenen Jahr bei der Romy-Gala in Wien zeigt. Weitere Fotos von Marie Bäumer können Sie sich in aller Ruhe in unserer Fotoshow anschauen. In der Westernkomödie von Bully Herbig spielte Marie Bäumer die leicht naive Uschi, eine Jugendfreundin von Abahachi, gespielt von Bully Herbig, der ihr einst einen Teil einer Schatzkarte gegeben hatte. Besonders im Gedächtnis vieler Zuschauer geblieben ist die erste Szene mit Uschi. Da tanzt Marie Bäumer an einer Stange, trägt ein rotes Westernkleid und macht dem Ranger, gespielt von Christian Tramitz, schöne Augen, bevor die Banditen rund um Santa Maria, gespielt von Skydu Mo, auftauchen. Nach dem Herbig-Film war Marie Bäumer noch in etlichen anderen Filmen zu sehen. Sie übernahm zum Beispiel eine Rolle in den Filmen Napoleon, Adam und Eva, Dresden oder Der Geschmack von Apfelkernen. Außerdem war sie in der Reihe Das Adlon zu sehen. 2018 mimte sie Romy Schneider im Film Drei Tage in Quiberon. Dafür wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.